Meine herzallerliebsten Zuschauer, was ein schöner Anblick auf unser kleines Kreisstädtchen. Jetzt wollte ich gerade sagen Newtropolis, aber das stimmt ja nicht ganz, weil Newtropolis ist ja eigentlich unser ganzes Areal und das wird ja immer größer und größer und besteht aus so vielen Teilen, dass ich jetzt nicht sagen kann, das ist Newtropolis, sondern das ist ja eigentlich unsere Kreisstadt mit innerem Kern, grünem Gürtel, mittlerem Ring, äußerem Ring. Ihr könnt mir übrigens mal schreiben, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht hatte. Ihr könnt mir aber mal schreiben, haben wir schon Namen für die Kreisstadt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Also das gesamte Ding heißt ja Newtropolis, aber wenn ihr einen speziellen Namen habt, nur für die Kreisstadt an sich, dann könnt ihr den gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid, weil ich morgen ja, wie ich schon im letzten Part erzählt, den ganzen Tag in die Uni muss und am Freitag auch, also danach den Tag auch, habe ich gedacht, ich nutze jetzt die Gelegenheit, nehme noch einen Part auf, dann habt ihr noch einen Part und ich habe noch ein bisschen was zu spielen, bevor das morgen ein langer, anstrengender Tag wird, kann ich also noch ein bisschen Spaß haben mit unserem kleinen Aldi hier. So, also wir hatten hier die Straßen gezogen schon. Das heißt, alle Straßen in unserem Kreisstädtchen sind jetzt fertig. Und ich muss sagen, es ist das, was draus geworden ist, ist sehr schön, meiner Meinung nach, geworden. Und wenn auch nicht ganz symmetrisch, gefällt mir das. Und ich weiß noch, wie es alles leer war und wir so den ersten Ring gezogen haben. Und ich dachte so, ob das was wird, ob wir das gut hinkriegen. Aber so, ja, es ist noch nicht ganz fertig, aber ich bin schon sehr zufrieden soweit. Bin mal gespannt, was ihr dann schreibt zu dem Wald und sowas. Der Part ist ja noch nicht draußen, insofern muss ich da noch abwarten, was ihr da geschrieben habt. Aber bin ich mal gespannt drauf. Ich schaue noch mal eben in die U-Bahn rein. Haben wir zwar eigentlich genug Zeit mit verbracht, aber ich würde gerne noch mal so ein bisschen schauen, wie die fahren, ob die funktionieren, ob das alles läuft. Um einfach noch mal sicher zu gehen. So, die scheinen ja zu fahren hier. Wie sieht es denn hier drüben aus, wo die zum Beispiel umsteigen auf die Stadtlinie Richtung Little Manhattan? Funktioniert das? Ja, die laufen hier einfach über den Zebrastreifen. Das heißt, das ist sehr schnell gemacht. Zack, zack, hier rüber und dann sind die in der anderen U-Bahn. Und die scheint ja auch zu funktionieren. Jetzt ist hier gerade ein Zug aus dem Nichts aufgekreuzt. Ich beobachte das mal. Der fährt ja, also der fährt halt so ein bisschen den Schnörkel, aber es macht ja nichts. Der braucht halt einfach ein bisschen länger, als wenn der Schnörkel nicht da wäre. Aber dadurch kommen wir zumindest gut rüber. So, hier geht's hoch und hier hält er dann und da warten auch schon eine ganze Menge Leute. Ah, okay. Der Zug ist gerade verschwunden. Das ist interessant. Ah, okay. Alarm, Alarm, Alarm. Die Züge verschwinden. Warum verschwinden die Züge? Das müssen wir herausfinden. Okay, ganz seltsam. Habe ich immer mal wieder gehabt und ich weiß aber nicht, woran es liegt. Ich werde jetzt nochmal die Station neu hinziehen, auch wenn sie schon da sind. Und dann gucken wir mal, ob das dann funktioniert. Aber wenn die Züge verschwinden, dann funktioniert die ganze Linie nicht. Dann macht es natürlich keinen Sinn. Gut, dass ich das gesehen habe. Ja, was hat es denn eigentlich mit diesem weißen Fleck auf sich? Aber naja, okay, also hier geht die lang. Gut, dass ich da gerade mal zufällig reingeschaut habe. Wenn die nicht fährt, dann wird das ja nichts. Also, Stationen sind überall da, daran kann es eigentlich nicht liegen. Oh, hier warten ganz viele Pinke. Ja, da verschwindet die Pinke. Auf der anderen Seite dasselbe Thema mit der pinken Linie. Jetzt habe ich gerade die Station mal neu hingezogen, jetzt scheint er zu fahren. Also, irgendwie muss ich dann doch nochmal in alle U-Bahnen reinschauen, habe ich das Gefühl. Weil wenn da so viele Leute warten, weil der Zug nicht fährt oder weil der Zug verschwindet, das ist halt echt so ein bisschen schwierig. Das hatte ich mit den U-Bahnen ja auch in der alten Kreisstadt die ganze Zeit, aber man merkt es halt nicht. Man achtet da ja nicht drauf, ja. Da fahren, gehen immer Leute rein und raus und irgendwie haben wir das Gefühl, das läuft schon. Aber wenn halt immer die Zuglinie an derselben Station aufhört, weil die Züge verschwinden, dann funktioniert gar nichts. So, jetzt scheint aber die Pinke zumindest zu fahren, nachdem ich da die Station nochmal neu hingezogen habe, was ja eigentlich keinen Sinn macht, aber es scheint zu helfen. Beobachte das jetzt noch ein bisschen. Okay, also hier, aus, raus und rein, wunderbar. Ganz komisch, ja, da muss ich doch nochmal alle U-Bahn-Linien so ein bisschen drüber checken, ob da nicht irgendwo Stationen sind, wo ganz viele Leute warten, weil die Züge verschwinden. Aber jetzt scheinen ja gerade beide wieder zu fahren. Nachdem ich da einmal die Station neu zugezogen habe, oder? Also auch die pinke fährt, wunderbar. Nämlich nicht, die blaue verschwindet immer noch. Ja, die verschwindet immer noch. Okay, warum verschwindet die blaue Linie? Die fahren bis hierhin und dann sind sie weg. Ich mache das nochmal neu, ich ziehe die nochmal neu hin. Irgendwas ist da noch nicht ganz richtig. Irgendwas funktioniert da noch nicht ganz richtig. Das kann ja nicht sein. Oder ist hier die Linie zu Ende? Es kann natürlich sein, dass die auch irgendwie nur bis zur Endstation fahren sozusagen. Und wenn dann da die Linie zu Ende ist oder sowas, dass die dann verschwinden und neu kommen. Aber so wie es jetzt ist, kann es noch nicht stimmen. Wenn die Züge abbauen, wenn die weg sind, das funktioniert nicht. Da stehen schon wieder so viele Leute, das kann nicht stimmen. Es ist ärgerlich, ich weiß. Ich habe auch keinen Bock, mich da wirklich mit zu beschäftigen. Aber wir haben die U-Bahn extra alle neu gebaut. Wenn sie dann gar nicht fahren, dann war das alles umsonst. Also wenn, dann muss ich schon auch dafür sorgen, dass wir die nicht nur gebaut haben, sondern dass die auch funktionieren. Und es scheint ja so, als würde der hier, ja, verschwinden. Ich habe es gerade noch gesagt, es war fast zu ahnen. Dadurch, dass da so viele Leute stehen, habe ich es mir fast schon gedacht. Also, reißen wir das weg, ziehen das nochmal neu. Kann ja doch nicht sein.
Notfalls schneide ich ein bisschen, aber das ist wichtig jetzt. Also, wir haben ja nichts davon sonst. So, also hier die Station. Man sieht es dann tatsächlich daran, dass da viele Leute stehen. Dann kann man sehen, okay, der fährt nicht. So, jetzt kommt hier der Pinke, fährt aber nicht weiter. Seht ihr das? Jetzt steht er da und fährt nicht in den Bahnhof rein. Warum nicht? Der Blaue blockiert doch nichts. Hallo, fahr weiter. Was ist denn jetzt los? Meine Güte, jetzt stauen sich die Pinken, obwohl da nichts im Weg ist. Kein Zug und nichts. Also manchmal muss ich das Spiel nicht verstehen, oder? Es kann natürlich sein, dadurch, dass ich die Linie damals gezogen hatte und nochmal neu gebaut habe, dass dadurch irgendwas schiefgelaufen ist. Aber jetzt ziehe ich sie nochmal komplett neu. Meistens ist das dann tatsächlich die Lösung, die auch hilft. Und wenn es dann immer noch nicht geht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, also blau ist auch noch kaputt, wie man sieht. Die verschwinden auch noch. Das heißt, die muss ich auch noch neu machen. Aber wir gucken jetzt erstmal, ob die weiße funktioniert. Es scheint tatsächlich, ich habe eigentlich immer das Spiel gelobt dafür, dass die Zuglinien sich von alleine so gut wieder einpendeln. Aber es scheint ja tatsächlich nicht zu funktionieren, sondern man muss sie tatsächlich neu bauen, wenn man die einmal weggerissen hat, die Gleise. Weil, wenn die halt verschwinden, ne? Ich frage mich ja, die Leute werden ja eigentlich alle simuliert. Was passiert denn? Ich meine, so ein Zug, da sitzen 180 Leute drin und der verschwindet. Was passiert mit denen? Sind die ja einfach weg? Vielleicht ist da meine ganze Bevölkerung hin verschwunden. Wir hatten doch immer mal wieder Bevölkerungsschwund. Vielleicht sind die alle mit der U-Bahn einfach im Nirgendwo, im Nirvana verschwunden. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt weiß, scheint zu funktionieren. Jetzt sitze ich hier schon wieder den halben Part an den blöden U-Bahn dran. Aber wichtig ist es. Aber Pink scheint jetzt auch zu fahren. Das heißt, jetzt haben wir zumindest zwei Linien, die funktionieren. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Und da werde ich auch drüben in der Stadt nochmal vorbeischauen. Also beim nächsten Mal werde ich so machen, wenn ich irgendwo eine neue U-Bahn-Linie ziehe, Gleise neu mache, dass ich sofort einfach hingehe und die Linie nochmal neu drüber ziehe, wenn die Bahn genau fertig gebaut ist, damit auch wirklich alles funktioniert. Das habe ich nicht bedacht, weil ich halt dachte, es läuft ja. So, damit bin ich doch jetzt endlich mal zufrieden. Auch hier drüben verschwindet nichts, die Leute steigen ein, die Leute steigen aus. Wunderbar, das haben wir geklärt, das Problem. Und jetzt werde ich auch nochmal schauen bei den anderen Bahnen, ob da denn alles so mit rechten Dingen zugeht oder ob da möglicherweise auch Züge verschwinden. Ich meine, das Problem mit Staus, was wir ja damals im U-Bahn-Netz hatten, haben wir ja nicht mehr. Jetzt ist es eigentlich nur noch wichtig, darauf zu achten, ob die Züge an irgendwelchen Bahnhöfen verschwinden. Das ist eigentlich das Einzige, was jetzt momentan noch als Fehlerquelle in Frage kommt. Züge, die in den Bahnhof fahren und weg sind. Da ist zum Beispiel gerade einer durchgefahren und noch einer durchgefahren. Das kann eigentlich auch nicht sein. Die fahren hier durch den Bahnhof durch. Also auch hier ist noch irgendwas nicht ganz richtig, oder? Wenn der Zug im Bahnhof nicht anhält, obwohl er eine Station zugewiesen ist, dann ist ja auch irgendwas verkehrt. Aber ich warte jetzt mal. Vielleicht kommt da ja mal noch ein lilaner. Jetzt kommt nämlich zumindest gelbe fahren. Und der fährt nach hier. Und die Leute steigen ein und aus. Wunderbar. Da kommt auch schon der nächste. Und die Leute... Der fährt durch. Hä, aber jetzt warum hält denn der eine und der andere fährt durch? Der hält. Und der andere fährt jetzt wahrscheinlich wieder durch, ne? Ja, komisch. Was ist denn da los? Oder soll das so? Soll immer nur einer halten? Der hält zum Beispiel? Oder vielleicht machen die das einfach aus Stauvermeidungsgründen oder so. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel genau funktioniert. Aber manche von den Zügen halten. Und jetzt, der hat zum Beispiel gehalten und der fährt jetzt wahrscheinlich wieder durch, ne? Ja, komisch. Also wenn ihr wisst, warum das so ist, dass manche Züge halten und manche durchfahren, irgendeine Lösung wird es für das Rätsel ja geben. Vielleicht ist das ein leerer Zug oder sowas, der dann in dem Bahnhof nicht hält, weil keiner ein- und aussteigen will. Keine Ahnung. Der hält, der fährt durch. Ganz komisch, aber wie gesagt, wenn ihr wisst, warum, sagt mir bitte Bescheid. Ich würde mich sehr freuen, das zu wissen. Aber hier scheint alles in Ordnung zu sein. Die Leute steigen massenhaft ein, die Leute steigen massenhaft aus. Das sieht soweit gut aus. Und die fahren dann weiter nach... Ja, die fahren da geradeaus weiter, ne? Genau. Könnten wir eigentlich mal trennen hier, die Linien, sehe ich gerade. Machen wir gleich mal. Müssen wir ja jetzt gar nicht mehr kreuzen, weil die ja jetzt höher und tiefer liegen können. Ich glaube, das ist besser, wenn wir das einfach einmal neu machen und richtig machen, weil das scheint ja irgendwie nirgendwo so richtig zu funktionieren. Also die kommt einmal tiefer, geht dann wieder hoch, dann trennen die sich hier, also dann, weil die hatten wir da einfach übereinander gelegt und da haben die sich gekreuzt, aber es macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir die einfach untereinander hergehen lassen. So, und dann mache ich die Linien einfach beide einmal weg und wir machen die neu. Und ich glaube, da haben wir im Endeffekt mehr von. Wenn wir es einmal richtig machen, dann machen wir es einmal ganz richtig. Würde ich sagen. Und da haben wir zwar vor einigen Parts erst einen U-Bahn-Part gehabt, aber es war ja jetzt doch wichtig, wo ich so gesehen habe, dass unsere ganze schöne U-Bahn, die wir mühsam gebaut haben, nicht funktioniert. Dann mache ich sie lieber nochmal richtig. So, jetzt ist die eine Linie steht wieder. Ich denke, da kommen jetzt auch direkt viele Leute rein, die dann damit fahren wollen, jetzt wo sie wieder richtig fährt. Und dann machen wir das Ganze in die andere Richtung auch noch. Ich meine, der Großteil der Strecke hat ja auch funktioniert, aber irgendwie an einer Haltestelle waren dann alle Züge wieder weg. Und dann hast du davon ja im Endeffekt nichts. Jetzt haben wir auch die Kreuzung nicht mehr. Dadurch staut sich dann, glaube ich, auch noch weniger da oben. Wir können den übrigens noch eine Haltestelle hier einfügen, finde ich.
Oh ja, das werde ich, glaube ich, machen. Aber schauen wir gleich mal. Also hier fährt er hin und hält und die Leute steigen. Also ich glaube, ich muss das, glaube ich, gar nicht checken. Wenn ich hier einmal neu gebaut habe, funktioniert das eigentlich immer. Aber vorher eben nicht. Hier sind noch so ein paar alte Züge jetzt von der alten Linie, die noch nicht verschwinden. Die werden aber jetzt nach und nach despawnen. Deswegen staut sich es noch ein bisschen. Das ist noch von der alten Linie. Der weiß noch nicht, wo er hin soll. Wenn ich jetzt hier noch eine Station mache, nicht, dass dann wieder das nicht funktioniert, ne? Das wäre ja blöd. Das war ja nicht Sinn der Sache dann. Aber ich mach's trotzdem mal. Aber da haben wir jetzt eine Station mehr hinzugefügt. Ob die jetzt noch fahren, ist eine andere Frage. Da muss ich jetzt wieder beobachten, ob die verschwinden, dadurch, dass ich jetzt das Gleis einmal neu gemacht habe. Oder ob der jetzt hier ganz normal hält. Also er hält hier zumindest und er verschwindet nicht. Das ist ja schon mal ein Anfang. Aber er fährt auch noch nicht weiter. Ah doch, er fährt weiter. Meine Güte, also es wird schon richtig viel befahren. Ich glaube, dass dann auch der Grüne jetzt despawned ist. Dadurch sollte es ein bisschen besser laufen. Und noch ist er auch nirgendwo am Verschwinden. Also das ist, mir macht das Spaß eigentlich, so die U-Bahn zu beobachten. Vor allem, wenn man dann sieht, wie viele Leute da so ein- und aussteigen, wenn es dann mal funktioniert am Endeffekt. Herrlich, so. Und ich denke, auch mit der neuen Station funktioniert das, ne? Genau. Also da ist jetzt geklappt. Eine Station hinzufügen kann also anscheinend gemacht werden, ohne dass es Probleme gibt. Denn die fahren beide wieder. Und das ist auch gut, dass diese Linie zumindest gut funktioniert, weil das ist unsere Hauptverkehrslinie. Ich werde jetzt auch noch einmal die Außenlinie hier, die lila und gelbe, neu machen. Sicher ist sicher. Vor allem, weil das Linienziehen geht ja eigentlich auch viel schneller, als da jetzt ewig zu beobachten, ob die fahren oder nicht. Also man macht es einmal hin, die paar Stationen da lang zu gehen, ist nun wirklich nicht das Problem. Und dafür läuft es dann hoffentlich. Also insofern, muss da die Zeit für sein, das mal eben neu zu machen hier. Rot hat er sich ausgesucht, sehr gute Wahl. Und jetzt noch einmal in die andere Richtung und dann sollten die wichtigsten Linien wieder gehen. Die auf Little Manhattan geht wieder, die Hauptlinie in der großen Stadt hier geht wieder und die Hauptlinie Richtung Kreisstadt geht dann auch wieder und dann sind ja die wichtigsten zumindest schon mal wieder am Laufen. Was ich jetzt nicht weiß, ist, ob es das möglicherweise bei den Bussen auch gibt. Vielleicht ist das bei den Bussen ja genauso, dass wenn ich da mal irgendwie Straßen weggerissen habe, dass dann die Busse irgendwo verschwinden oder so. Keine Ahnung, habe ich auch nicht überprüft, insofern weiß ich das gar nicht, ob die noch in Ordnung fahren. Da waren jetzt noch ein paar Lilane von vorher, aber ich denke, die sind jetzt bald weg. Jetzt haben wir nämlich hier schön Türkis und Weiß, die auch jetzt funktionieren. Ich werde jetzt, ja gut, ich schneide sowieso ein bisschen viel. Insofern muss ich noch gar nicht abmoderieren, sondern ich kann ja einfach noch ein bisschen rumbauen und schneide das dann. Ist ja eigentlich alles kein Thema. Hier ist richtig schöner Busverkehr, finde ich herrlich, gerade mit unserem Busbahnhof hier. Da ist echt gut was los. Aber ich mache jetzt gerade nur noch mal so Stichproben-Tests. Also ich schaue noch mal hier und da an die Bahnhöfe, ob da die Züge fahren und nicht verschwinden. Aber es scheint jetzt soweit alles zu gehen in der Stadt. War also gut, dass wir noch mal drauf geschaut haben. War jetzt ja auch eher zufällig, dass ich das entdeckt habe, dass wir die, dass wir da verschwindende Züge haben. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man dann erstmal die Stationen soweit oder wenn man erstmal die U-Bahn soweit geklärt hat und die U-Bahn funktionieren, dann macht es einen Heidenspaß zuzuschauen. Obwohl man ja eigentlich nichts sieht von der U-Bahn, außer diesen farbigen Punkten, die da ein- und aussteigen. Dieses Geströme an Menschen und diese Züge. Das ist schon irgendwie sehr herrlich und gerade hier bei unserer Hauptstation mit den beiden vollen Busstationen und der Brücke und den vier Bahngleisen geht das Spiel richtig in die Knie, was richtig krass ist, was da für viele Leute rumhängen. Also das ist mal ein Gewusel, der Hammer. Aber jetzt, wo alle Züge wieder richtig fahren, finde ich das eine gute Sache und jetzt läuft es dann auch wieder richtig und es wird auch besser funktionieren in der Stadt insgesamt und das finde ich, hat sich gelohnt. Dann nochmal drauf zu schauen. So, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich wegschneide. Normalerweise, ich habe jetzt theoretisch 32 Minuten gebraucht. Wäre also eigentlich schon locker ein Part. Ich will aber jetzt nicht den ganzen Part hier nur auf Gleise starren. Ihr kennt ja vielleicht den Film. Ich habe den nicht gesehen. Ich weiß nur, wie er heißt. Irgendwie Männer, die auf Ziegen starren oder sowas. Und ansonsten ist das hier Walle, der auf Gleise starrt. Das wäre vielleicht ein bisschen langweilig. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne hier oben noch ein bisschen was bauen. Aber das war auf jeden Fall notwendig. So. Okay. Hier ist ja schon ein kleines Gewerbegebiet entstanden. Der Aldi ist verschwunden. Da ist jetzt ein... Ach nee, Aldi Süd gibt's noch. Ist aber jetzt ein Bürogebäude. Oder so ein höheres Gebäude. Hier haben wir so ein bisschen Büros. Genau, dann haben wir hier Gewerbegebiet. Also die sind schon da eingewandert. Und wir haben tatsächlich Nachfrage nach, ja, Büros und nach Gewerbe. Insofern bin ich mal so nett. Ich hätte ja fast auch Lust, so ein bisschen Industrie auch zu bauen hier. Also eigentlich würde ich es ja machen. Da haben wir hier theoretisch irgendwelche... Oh, guck mal da. Ein fetter Klatschen Öl. Ja, das wäre natürlich eine Option, hier so ein bisschen Öl auch mal hinzusetzen. Aber ob das jetzt... Ja, weiß nicht, können wir machen. Können wir machen. Wir können ja zumindest hier so ein bisschen am Gleis entlang zum Beispiel ein bisschen Ölindustrie machen. Ich meine, da ist ja Ölvorkommen sind ja da. Und da kann man drumherum Gewerbe machen, weil die beschweren sich nicht, wenn es dreckig ist. Insofern wäre das doch durchaus mal eine Option hier. Dann würde ich allerdings hier eine Fläche zuweisen, sonst wird das natürlich nichts. Wir müssen dann also hier ein eigenes Gebiet machen. Und das heißt dann nicht Haupthöhen, sondern das ist dann Öl in der Stadt oder so. Keine Ahnung. Also ich würde es einfach gerne mal ausprobieren, wenn wir es hier so in der Stadt haben, wie das funktioniert, ob das funktioniert.
Und ich hatte ja auch hier drüben mal Ölindustrie, die ist inzwischen natürlich weg, da stehen inzwischen Bürogebäude und sonstiges. Hier drüben haben wir noch ein bisschen Ölindustrie, die meckern allerdings teilweise auch schon, dass sie keine Rohstoffe mehr haben, weil das Öl halt weg ist, da ist nichts mehr. Sie haben es weggesaugt, wie sonst was. Hier in der Stadt ist noch ein bisschen was, aber es geht halt auch relativ schnell. Es gibt da zwar Mods für, das weiß ich, dass man das unbegrenzt machen kann, aber das finde ich ein bisschen blöd. Eigentlich soll das ja eine begrenzte Ressource sein. Öl soll mehr Geld bringen, ist aber dafür eben auch schmutzig und begrenzt, so ist das eben. In echt ist es ja auch so, da kannst du nicht einen Cheat reinhauen und hast unendlich Öl dann in deinem Leben. Joa, lassen wir die soweit erstmal noch da, bis sie alle meckern und dann mache ich da normale Industrie draus. Ach, guck mal hier! Unsere kleinen Wohngebiete sind entstanden. Das finde ich ja schön. Tatsache, die sind entstanden. Ja, das wusste ich nicht, ob die tatsächlich mal irgendwann einziehen. Finde ich gut. Dann haben wir auch so ein bisschen gemütlichere Wohnungen, weißt du? Es ist nicht nur so dicht besiedelt alles, sondern auch so ein paar normale Wohnungen. Das finde ich, glaube ich, gar nicht schlecht. Hatten auch einige von euch sich gewünscht, so ein paar kleinere Villenviertel mit weniger dicht besiedelten Gebieten, weil es das ja auch in vielen Städten halt gibt einfach. Also selbst in Köln gibt es Stadtteile, obwohl es ja eine große Stadt ist, gibt es Stadtteile mit einzelnen Häusern und Villen. Insofern, auch die reichen Leute wollen irgendwo in ihrem gemütlichen Häuschen wohnen und nicht alle in einem Hochhaus. Finde ich also eigentlich eine gute Sache. Gerade hier so am Grüngürtel und so, da würde man doch gerne in seine Villa ziehen. Ist schön zentral, am Bahnhof und so und trotzdem vom Grün umgeben. Gerne doch, klar. Und daneben kommen dann Wohngebiete, aber wie gesagt auch keine Hochhäuser, weil die sind ja gebannt. So, vielleicht jetzt nicht direkt an das Wohngebiet hier Gewerbe dran, aber so ein bisschen Büros gehen, ja. Die Ölindustrie hat noch keine Lust momentan, die kommen sicherlich noch. Wenn dann Nachfrage da ist, werden die schon erscheinen. Ihr wolltet ja auch noch ein bisschen, ja, da müssen wir sowieso mal nachschauen, ob ansonsten alles so versorgungsmäßig gut ist. Polizei hatte ich ja schon geschaut, wir haben eine Kriminalitätsrate in der ganzen Stadt von unter 5% oder von 5%, das ist echt in Ordnung. Feuergefahr haben wir 20%, ist allerdings nirgendwo ein roter Herd. Also es sind vielleicht mal einzelne, ja, da vielleicht mal so vereinzelte Gebiete, die noch ein bisschen Feuerwehr vertragen könnten, aber das ist nichts Wildes. 20% sind auf jeden Fall machbar. Ja, guck mal hier, ja, die eine Straße, genau. Hatte ich ja schon gesagt, das ist halt, wenn man eine einzelne Straße baut, die keine Anbindung hat, dann gibt es schon mal Probleme. Aber wir können ja auch gerne auch noch ein bisschen was feuerwehrmäßig setzen. Wir haben ja Budget da, insofern warum nicht. 121.000 Leute momentan. So, also die Versorgung ist soweit in Ordnung. Auch hiermit, ne? Krankenhäuser habt ihr auch und Krematorien. Ich denke, da brauchen wir nichts von. Wie sieht's aus mit Parks? Ich hatte euch ja versprochen, hier zum Beispiel so ein bisschen größere Parks zu bauen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel so einen Fußballplatz. Der passt aber leider genau nicht hier hin. Der würde aber zum Beispiel sicherlich hier passen. Nee, auch nicht. Hier drüben würde er passen, glaube ich. Ja, da würde er passen. Also ein Fußballplatz zum Beispiel. Das, also ihr wünscht euch ja so ein bisschen größere Sachen. Dann bauen wir doch mal einen Fußballplatz. Da freuen die sich. Oder zum Beispiel, ja, einen japanischen Garten hatte ich schon. Einen kleinen Spielplatz. Also das, ihr wolltet die normalen Parks wieder haben, nachdem ich immer diese Zweierparks gebaut habe. Wolltet ihr mal wieder normale Parks? Insofern, euer Befehl ist mir, nee, wie nennt man das? Euer, keine Ahnung, fällt mir gar nicht ein, gibt's ein Sprichwort. Jedenfalls höre ich auf das, was ihr gesagt habt und macht das. So, da noch ein Park hin. Da oben, da ist auch noch ein kleines Viertel, was noch sehr unzufrieden ist. Ihr meckert hier rum, weil ihr keine Parks habt. Dann kriegt ihr noch einen kleinen japanischen Garten. Und ihr kriegt noch sowas hier, wenn es passt, es passt aber nicht. Da passt's hin, neben das Krankenhaus. Ist aber immer noch nicht der Krisenherd mit abgedeckt, ne? Was können wir euch denn noch geben, was nicht zu groß ist? Das ist mir alles zu groß eigentlich. Dann nehme ich vielleicht hier so einen Park, der nicht ganz so klein ist, aber trotzdem gemoddet. Was haben wir denn da? Das ist jetzt hier, glaube ich, ein Parkhaus. Genau, was haben wir hier? Parking Lot, das ist auch ein Parkhaus. Ja, das sind alles kleine Pools, kleine Parks leider nur. Und die großen, die sind halt alle direkt zu groß, finde ich irgendwie. Naja, okay. Kriegt ihr hier noch einen hin? Reicht euch das jetzt mal endlich oder ist immer noch nicht genug? Es sieht schon besser aus. Da kommt, dann baue ich da oben jetzt aber noch so einen kleinen hin. So, dann kriegt er da jetzt noch einen kleinen hin, dann sollte er auch zufrieden sein. Jawohl. Okay, und bei denen ist auch so, weißt du, du setzt ihnen den Park vor die Nase, aber sie sind einfach nicht zufrieden. Und dann denke ich mir halt so, ja nö, dann halt nicht. Oder hier, da ist rot und obwohl da oben ein Park ist, der hat halt keinen Strom, aber daran kann es ja nicht liegen. Achso, ist natürlich auch Industrie hier. Also die mal damit zufrieden zu kriegen, das ist gar nicht so leicht. Aber naja, wir sind ja unterwegs. Ach so! Oh Gott, ihr werdet es wahrscheinlich in den Kommentaren schon gespammt haben. Wir haben ja vor einigen Parts die Kathedrale freigeschaltet und noch gar nicht gebaut, ne? Stimmt, ihr seid mir ja welche. Habt ihr bestimmt geschrieben. Habe ich aber nicht dran gedacht. Und jetzt fallen euch wahrscheinlich... Oder ihr habt nicht dran gedacht, genau wie ich. Das kann auch sein. Aber die hatten wir nämlich freigeschaltet extra und ich habe danach 2 Tage nicht aufgenommen und deswegen habe ich die vergessen.
Aber wir haben ja die Kathedrale freigeschaltet. Eigentlich würde ich die ja gerne irgendwo in die Stadtmitte bauen. Da habe ich noch keinen Platz für gerade. Oder wir bauen die hier irgendwo so, ne, in die Richtung. Aber das momentan ist das noch zu eng hier. Ja, oder man baut die halt irgendwo hier so mittig und dann Wald drumherum. Aber da weiß ich noch nicht. Also, wenn ihr eine gute Idee habt, wo wir die Kathedrale hinbauen können, dann sagt mir Bescheid. Erstmal werde ich jetzt hier noch die restlichen Flächen füllen. Aber ansonsten... Stimmt, die habe ich ja komplett vergessen. Gut, dass ich daran gedacht habe. Jetzt gerade, nach so und so vielen Parts. Aber die hatte ich einfach nicht mehr auf dem Radar. Die hatten wir extra freigeschaltet, dann nimmt man einige Tage nicht auf und dann hat man es vergessen. Sehr wichtig, dass wir die noch bauen. Also wenn ihr Vorschläge habt, wo wir die hinstellen sollen, ich werde nach dem Part hier wahrscheinlich eh nichts mehr aufnehmen. Wenn ihr Vorschläge habt für die Kathedrale, dann schreibt es mir und ansonsten... haben wir ein bisschen was geschafft. Nicht nur U-Bahn, sondern auch ein bisschen sowas und beim nächsten Mal dann vielleicht der Kathedrale, wenn ihr es mir schreibt, wohin. Ich sage danke fürs Zuschauen bei City Skylines. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin, euch einen schönen Tag. Alles Gute, euer Walle. Ich bin raus. Bye, bye. Hallo, ich glaube, David heißt du. Ich habe versucht, dir ein Autogramm zu besorgen. Du bist der beste Zuschauer der Welt von ihm. Und von dir. Ja, aber Walle Gaming ist halt der Beste. Ach so. Aber ich will ja von dir ein Autogramm, nicht von mir. Ja, er ist die... Also ich habe keinen Stift dabei. Panzer.